Hallo, moin moin, YouTube-Freunde und YouTube-Freundinnen. Ich wollte mal eine kleine Vorschau machen wegen der scheiß Pause wieder, die ja überhaupt nichts gebracht hat. Müssen wir ja mal wieder jetzt anfangen. Die zweite Liga geht ja los. Jetzt wird das richtig interessant. Wollen wir sehen, was noch abgeht hier im Februar. Der Februar wird sehr, sehr interessant. Wollen wir sehen, was oben und unten passiert in der zweiten Liga. So, ich würde mich mal äußern, ich mache das jetzt diesmal so. Ich mache das Freitag, Sonnabend und die Sonntag mache ich nochmal separat, weil ich morgen gerne noch beim HSV das Training sehen will und Sonnabend auch nochmal das Abschlusstraining. Na, ist klar, alles gut, alles okay. So, dann wollen wir anfangen. Wir haben morgen Abend Heidenheim gegen Hannover. Hochinteressant. Hannover hat ein bisschen Oberwasser wieder gekriegt mit dem neuen Trainer. Gegen uns haben sie ja noch gewonnen, 1-0, unberechtigterweise, das wissen sie ja auch. Wir hätten Elfer kriegen müssen, aber ich will das nicht immer wiederholen. Ich habe die Schnauze voll vom Keller. Das zu Hannover und Heidenheim zu Hause für mich Favorit, ganz klar. Solange der André Schmidt da noch rumfungiert, das ist der ist schon 15 Jahre da, der Trainer, gefühlte 30 Jahre. Aber das ist ein Club, was die ganz kontinuierlich arbeiten. Und eventuell, genau wie alle anderen, aufsteigen können. Heidenheim hat auch eine gute Chance und die werden das gegen Hannover 2-1 gewinnen. Habe ich schon ein Gefühl, nur meine Sache. Und dann haben wir Nürnberg gegen Ingolstadt. Ja, zu Nürnberg gesagt, die sind ja auch oben noch mit drin. Da habe ich viele, viele Bekannte. Tobias Schweinsteiger. Und da haben wir unseren Dieter Hecking. Ja, dann haben wir noch so ein, zwei Leute, die da kennen. Nürnberg hat eine gute Truppe. Mantinga bin ich mit befreundet, Christian. Und der wollen wir mal sehen, Ingolstadt muss alles machen. Die sind schon 7 Punkte weg zu Sandhausen am drittletzter Stelle. Und nach Düsseldorf 10 Punkte. Also ich muss schon unterstellen, das ist ein Derby. Ne? Nürnberg, Ingolstadt ist ein Derby. Also wenn da in Ingolstadt nicht irgendwas passiert, dass Audi da richtig die Luken aufmacht und Geld reinschiebt, dann sind den Steiger ab nach meiner Sicht. Aber man weiß das nie. Der Bayersdorfer, den kenne ich auch noch, der war ja in Hamburg auch, ist auch da hingegangen im Sportvorstand. Und dann haben wir natürlich Nürnberg nochmal, die auch, ich nehme an, dass sie auch aufsteigen wollen. Und das gewinnt Nürnberg, ich sage 3-1. So, das war der Freitag, da wollen wir den Sommer machen. Werder gegen KSC auch hochinteressant, Werder hat laufen. Auch wenn sie ein bisschen Glück gehabt hatten mit dem 4-3, das sagt ja alles. Wenn ich auswärts 4 Tore mache, muss das aber gut gewesen sein. So, das zu Werder. Die haben auch eine gute Truppe. Ich nehme auch an, dass Werder oben mitspielt. Ich bin ja kein respektloser Mensch. Ich kann das auch schon einschätzen. Wer oben mitspielt und wer unten mitspielt und wer denn mit dem mitspielt. So, der KSC wird aber auch oben mitspielen. Den haben wir ja bald hier in Hamburg im Pokal. Freue ich mich schon drauf. Aber hier unser mein Kader spielt schon ein bisschen vorne weg, wenn ihr seht. Teddy und Raubi spielen hier mal wegen Fußball. Guck dir das an, der Torwart, habt ihr gesehen? Eben? Spaß muss sein, der ist ihm rein, macht ja auch nichts. Der stört ja auch hier nicht. So, und dann bin ich so auch Werder gegen KSC, das wird ein 1-1. So, dann haben wir Sandhausen, kenne ich auch mit Dietmeier und mein Dennis, mein Freund, das ist mein Freund, die ganze Familie kenne ich gut. Aue muss aufpassen, also wenn Aue noch nicht irgendwas Besonderes macht, dann sind sie mit dran. Aber ich weiß das noch nicht, da sind noch viele Spiele, das geht noch auf und runter. Wir haben Aue noch in Hamburg, wollen wir sehen, was da läuft. Und das Sandhausen müssen wir auch noch mit dem HSV. Ich weiß nicht, ich bin immer vorsichtig. Aber da wird Sandhausen 2-0 gewinnen. So, dann haben wir Schalke gegen Regensburg. Und Spitzenspiel, ne? Schalke zu Hause unter Regensburg. Regensburg eine kräftig große, eingespielte Mannschaft. Haben natürlich jetzt verloren, aber das ist egal. Die sind immer auch noch mit oben mit drin. Und Schalke, will ich euch sagen, sehe ich auch oben. Da können sie sagen, was sie wollen. Auch hier in Hamburg wird ja auch manchmal unter den Fans gekündigt und hin und her. Ich sage, Schalke wird auch wieder oben mitspielen. Aber nicht ganz oben mitspielen mit Simon, mein Freund, wisst ihr ja auch, das ist auch ein Bekannter von mir. So, und Schalke gegen Regensburg wird aber Schalke gewinnen mit 3-0. Sag ich mal einfach. Ich muss mal ein Ergebnis sehen. Und dann haben wir St. Pauli gegen Paderborn. Auch hochinteressant. St. Pauli hat so einen ganz niederen Lauf. Aber wie gesagt, ich sage euch eins, St. Pauli ist noch nicht weg, weil sie jetzt ein, zweimal nicht gewonnen haben. Das sage ich euch. Ich habe auch Respekt vor St. Pauli, das wisst ihr. So, und dann natürlich noch eins, sie haben eine gute Ersatzbank.
Ich will nur sagen, wenn sie diesen langen Dehn da reinbringen, das wird nur noch lang nach vorne, das haben wir ja gemerkt letztes Mal. Also wir waren ja besser letztes Mal als der HSV. Aber sie kamen noch in den letzten Minuten an, da war noch ganz nicht ungefährlich. Und Paderborn hat eine Riesentruppe, nur eine schlechte Hintermannschaft. Wenn du vier Dinger kriegst zu Hause, was dort heute erst hinten ist nichts zu machen. Also ich sage mal, da wird ein schönes 2-2 bei dem Punkt. Beide, ich glaube, alle zufrieden. So, haut rein, das Tango, Jungs. Das waren die ersten Tipps von Freitag und Sonnabend. Und das andere Sonntag machen wir ein bisschen ausführlicher morgen nach dem HSV-Training. Alles klar, tschüssi, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Haut rein, das Tango. Haut rein und dann sehen wir uns wieder, wie wir gewinnen, Lolo. Alles gut und nee, Toto natürlich auch. Alles klar, tschüssi.